Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal, hier auf Julex. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Im heutigen Video möchte ich euch einfach mal ein paar Informationen mit auf den Weg geben, welche mit GTA Online und dem Casino-DLC zu tun haben. Aber all diese Informationen sind eben zu klein, zu kurz, um ein eigenes Video dazu zu machen. Deswegen werde ich das Ganze heute einfach in einem Video mal zusammenfassen. Und ich würde sagen, wir labern auch gar nicht mehr ewig herum. Lasst doch direkt ein Abo da, denn wir stehen jetzt ganz kurz vor den 90.000. Es fehlen, glaube ich, noch 50 Abonnenten oder so. Dann haben wir die 90.000 geknackt. Und es wäre so heftig, wenn wir die heute noch erreichen. Also Leute, teilt das Video und lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr rund um GTA Online verpassen wollt. Aber jetzt würde ich sagen, haben wir auch genug rum erzählt. Lasst uns direkt mal mit dem Video starten. Let's go! Die erste Sache, die ich euch mitteilen möchte, ist die, dass es bald noch eine weitere Suchmöglichkeit gibt in GTA Online, um ein Outfit freizuschalten, also eine neue Schnitzeljagd. Ich hatte schon vor ein paar Tagen überlegt, ein Video darüber zu machen, allerdings aus dem Grund, dass das Ganze noch nicht funktioniert, dachte ich mir, dann ist das Ganze ein bisschen unnötig. Aber jetzt haben so viele Leute mich darauf angesprochen, dass ich mir dachte, gut, erzähle ich es halt schon mal. Und zwar wisst ihr alle, dass man im Moment diesen roten Anzug mit der Schnitzeljagd nach diesen ganzen Casino-Karten gewinnen kann, beziehungsweise freischalten kann, besser gesagt. Und so etwas an der Art wird es auch bald geben. Allerdings müssen wir dann nicht mehr 54 Spielkarten, sondern insgesamt 100 Superheldenfiguren überall auf der Map sammeln, um eben dann dieses Outfit freizuschalten. Bei diesem Outfit handelt es sich um das Rage-Outfit, das ist dieser Superheld aus GTA und ich muss sagen, ich finde dieses Outfit ziemlich cool. Eine Map mit den ganzen Locations für die ganzen Superheldenfiguren blende ich euch auch gerade mal ein, aber sobald es eben die Option gibt, dieses Outfit in GTA Online freizuschalten, werde ich nochmal ein extra Video zur Erinnerung dazu machen. Aber nur jetzt schon mal, dass ihr das mal im Hinterkopf habt. Schreibt mal in die Kommentare, welches Outfit findet ihr cooler, hier das Rage-Outfit oder das High-Roller-Outfit, also diesen roten Anzug. Ich bin mal gespannt, wie ihr das seht. Also ich persönlich finde das High-Roller-Outfit an sich irgendwie besser für die Lobby, aber das Rage-Outfit ist einfach irgendwie was Besonderes. Das haben einfach im Moment nur sehr wenige Leute und das sind in der Regel Modder. Nun gut, kommen wir als nächstes mal zu einer anderen Information von Text2. Und zwar hat dieser auf Twitter etwas sehr Interessantes gepostet. Und zwar hat er geschrieben, dass Rockstar Games das Payout, also die Bezahlung für die Survival, also die Überlebensmodis geändert hat. Und in Zukunft wird es wohl so sein, dass wenn wir 5 Minuten überleben, dass wir eben die halbe Bezahlung bekommen. Nach 10 Minuten die richtige Bezahlung, nach 20 Minuten das Doppelte, nach 30 Minuten das 2,4-fache. Warum sie nicht 2,5-faches gemacht haben, weiß ich jetzt auch nicht, aber gut. Und nach einer Stunde eben die dreifache Bezahlung. Dazu schreibt Text2, dass er sich nicht ganz sicher ist, ob das Ganze schon im Spiel ist oder ob Rockstar Games sich das Ganze für die neuen Überlebenskämpfe eben zurückhält. Das Ganze ist ja schon ganz schön und ganz gut, aber irgendwie wären doch ein paar Informationen schon noch ganz nett. Deswegen hat er noch ein paar Kommentare drunter geschrieben. Unter anderem hat er geschrieben, dass es bald neue Überlebenskämpfe eben gibt, die wahrscheinlich bis zu 20 Wellen beinhalten. Und eben diese besondere neue Art von Payouts, die auf Zeit und nicht auf Wellen geht, bezieht sich dann nur auf die neuen Überlebenskämpfe und nicht auf die alten. Im Moment ist es ja so, dass es insgesamt bei den Überlebenskämpfen 10 Wellen gibt und wenn ihr alle 10 überlebt, bekommt ihr 30.000 GTA-Dollar. Zudem hat er noch veröffentlicht, dass es wohl gestern einen Hotfix gab, durch den der Duke of Death wieder gekauft werden kann und der Marshall, dieser Monster Truck, wieder kostenlos ist. Das ging bei vielen nicht. Also falls ihr gestern den Marshall oder den Duke of Death kaufen wolltet und es nicht ging, jetzt geht's wieder. Wenn wir gerade schon bei Bugs sind, dann bleiben wir auch da direkt mal und zwar folgendes. Wenn ihr die Casino-Story-Missionen machen wolltet, aber die in der komplett falschen Reihenfolge abgespielt wurden, dann ist das ziemlich doof, weil ihr dadurch einige Auszeichnungen nicht erhaltet. Um diesen Fehler jetzt zu beheben, sollt ihr, laut Text2, einfach mal in den Social Club gehen, dort eine Spieleliste mit allen Jobs suchen und diese dann mit einem Freund zusammen einmal durchspielen. Danach soll das Ganze auch aus dem Spiel an sich funktionieren. Ich persönlich habe jetzt im Social Club leider den Reiter Spielelisten nicht mehr gefunden. Früher habe ich den immer gefunden, jetzt irgendwie nicht mehr. Kann sein, dass ich es übersehen habe, es kann sein, dass es weg ist. Nur das ist so die Antwort von Text2 auf dieses Problem. Ich weiß nicht, ob euch diese Antwort was bringt. Die nächste Sache, die ihr vielleicht noch nicht wusstet, ist die, dass ihr Fame and Shame Klamotten gewinnen könnt an den Spielautomaten. Die Chance ist zwar ziemlich gering und zwar 0,001%, aber zum Glück können wir diese Klamotten auch kaufen. Dass es Klamotten an den Spielautomaten im Casino zu gewinnen gibt, ist jetzt nicht unbedingt ungewöhnlich. Zum Beispiel bei den Spielautomaten in eurem Apartment bekommt ihr bei einigen pro Level ein extra T-Shirt.
Hier habe ich euch mal ein Beispiel eingeblendet. Und dabei sind echt ziemlich, ziemlich coole T-Shirts, die auch nur sehr wenige Spieler haben. Also wenn ihr T-Shirt-Sammler seid, dann solltet ihr diese ganzen Spiele in einem Apartment mal ausprobieren. Nun gut, Leute, das waren jetzt auf jeden Fall mal einige kleinere Informationen zu dem Casino-DLC in GTA Online. Ich hoffe immer, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, teilt das Video mit all euren Freunden, Leute, das ist heute sehr, sehr wichtig. Und vor allem lasst ein Abo da, falls ihr hier neu sein solltet. Dann sage ich schon mal, willkommen auf dem Kanal. Nun bin ich aber auch raus, ich wünsche euch noch einen schönen und vor allem angenehmen Tag. Haut rein, bis bald und Peace. Hard, baby, 'cause you cannot be for real.